Hey Leute, jetzt mal ganz schnell vorm Video. Ich habe leider mit den falschen Einstellungen aufgenommen, beziehungsweise noch die Streaming-Einstellung. Von daher ist die Videoqualität heute ziemlich schlecht, beziehungsweise schlechter, als ihr es sonst von mir schon gewohnt seid. Und ich hoffe, ihr könnt mal drüber hinwegsehen, weil es ist jetzt schon 14 Uhr bei mir. Und wenn ich das Video heute noch hochladen möchte, dann muss ich das jetzt nehmen. Und ich hoffe, es ist okay für euch, das auch mal mit schlechter Grafik zu sehen. Ihr wisst ja, nächstes Mal ist es wieder besser. Und bis zum nächsten Mal, oder erstmal das Video schauen und dann bis zum nächsten Mal. Tut mir leid. Hallo Leute und herzlich willkommen zum Yandere Simulator. Ich habe euch gefragt, was ihr denn gerne nochmal sehen wollt und ein paar haben halt verschiedene Sachen reingeschrieben. Also beziehungsweise irgendwie möchte jeder jedes nochmal sehen. Also fangen wir heute erstmal an. Und ich habe gedacht, wir machen heute als erstes mal eine andere Art, Kokuna zu töten. Und... Was ist das? Süß. What's Also süß. Auf jeden Fall werden wir heute, ich denke mal, ich habe den richtigen Tag, ich habe nicht mal genau nachgeguckt, Kokuna auf dem Klo heimsuchen. Ich hoffe, das war Donnerstag, das könnte mich auch Dienstag gewesen sein. Die beiden Tage verwechsle ich manchmal. Also auch im Real Life, das ist immer ganz schlimm, wenn ich dann eigentlich muss ich an beiden Tagen arbeiten, das ist scheißegal. Also, egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, es ist Donnerstag, wenn nicht, muss ich gleich mal auf Dienstag switchen, das wäre auch nicht das Schlimmste. Dein Kokuna kann man ja vielfältig umbringen. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Da habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Alle Arten, sie zu töten. Schaut euch dieses Video an. Das ist echt cool und es ist unten verlinkt. Und ja, yeah. Auf jeden Fall werden wir sie jetzt töten. Auf ein paar Arten und so. Ja. Dani, Meister der Überleitungen. Yo. Schirrbenzieher. Hä? 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 Ich hoffe, das war jetzt richtig, korrekt. Und so. Und habe ich den Schraubenzieher jetzt fallen lassen? Nein. Dann werden wir dieses wunderschöne Teil erstmal mit Wasser füllen. Machen? Ja, wir füllen das erstmal mit Wasser. Dann haben wir das erste schon mal hinter uns. Jetzt muss sie nur noch kommen. Ich hoffe, es war Donnerstag. Sonst das weine ich. Sonst weine ich bittere Krokodilstränen. Hi, ihr seid's nicht. Ihr seid mir eigentlich scheißegal. Ich suche Kokuna. Da läuft sie. Diese miese, dreckige. Diese. Die will mir Senpai wegschnappen. Also ich mache mir hier schon mal Tür auf, damit ich auch leichter hier rauskomme. Ist ja gleich da vorne dann. Wenn ich sehe, dass sie sich bewegt. Sie bewegt sich! Oh mein Gott, Leute, sie bewegt sich! Okay, gut. Ruhe bewahren. Konzentrieren, das haben wir alles geübt. Wir haben alles für den Ernstfall geübt. Oh mein Gott, hoffentlich ist es die richtige Toilette. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich meine, es fällt kaum auf, wenn ich hier so stehe, ne? Ich versteck mich. Ich versteck mich. Sie sieht mich nicht. Sie wird mich niemals sehen. Oh, jetzt sehe ich sie aber auch nicht mehr. Ja gut. Hallo, wo bist du? Wo ist sie? Jetzt ernsthaft, wo ist sie? Ach da. Ja, unauffällig. Geh jetzt pinkeln. Vibe. Da kommt sie. Sie sieht uns nicht. Setz dich hin. Los. Ja. Warum geht's nicht? Jetzt geht's. Ja. Ja, das hat... Ich weiß nicht, warum das jemand tun würde. Das ist echt... Nein, das Leute, das macht man nicht. Sowas macht man nicht. Das macht man einfach nicht, Leute. Oh, das ist so schön. Warum mache ich das nicht öfter? Guck mal, wie sie umfällt. Ist das nicht schön? Okay. Ja. Ich weiß nicht. Kann mir keiner beweisen. Und ich glaube... Oh, ich bin rausgetappt. Sie bewegt sich noch. Seht ihr das? Sie dampft ein bisschen. Weißt du, du denkst, du wärst besonders toll, aber das bist du nicht. Aber eins muss man ihr lassen, sie ist hot. Versteht ihr wegen den was Dampf und so? Ach egal. Warum ist das Blut eigentlich mittlerweile blau? Das ist voll komisch. Habt ihr auch blaues Blut? Seid ihr auch adelig? Ich nicht. Ja, okay. Lassen wir sie liegen. Juckt doch keinen. So, wenn ich jetzt in den Unterricht gehe. Hi, Unterricht. Yay. Teacher, call the police. Die dürfen mir eigentlich nichts nachweisen, oder? Ich habe nichts getan. Ja, ich habe nichts getan. So, das ist halt eine gute
Methode, um sie quasi umzubringen, ohne dass halt was auffällt. Ja. Und ich gehe so mal... Jetzt ist sie ja tot, ne? Jetzt muss ich... Ich resette mal die Woche und gehe jetzt wieder auf Donnerstag. Donnerstag meine ich natürlich. Und diesmal machen wir genau dasselbe, weil wir hobbylos sind. Also, wir gehen jetzt auch... Also es gibt noch eine zweite Methode, wie man sie Donnerstag auf dem Klo umbringen kann. Die ist auch ziemlich nice. Wer wollte nicht schon immer in der Toilette ertrinken? Also ich glaube, das wollte jeder von uns schon mal. Ich glaube einfach, das wollte jeder von uns. Und weil das jeder eigentlich heimlich schon wollte, ist es halt so ein innerlicher Drang, es tun zu müssen. Jemanden in der Toilette zu ertränken. Oh yeah. Jetzt warten wir erstmal, bis wir hier alle sind. Das Doofe ist halt, dass man so lange warten muss. Also dass es so langsam ist, aber es klappt auch. Das geht auch vorbei. So. Ich mache dann hier schon mal die Tür auf, damit ich dann gleich wieder da lang komme. Also wir werden sie heute so ein bisschen ärgern, sagen wir es so, in der Folge. Und sie bewegt sich. Ich muss natürlich auch ganz dringend auf Toilette. Plötzlich meine Blase. Sie drückt. Oh, yeah. Werde ich mich mal dahin schleichen. Ich glaube, das Licht kann ich anlassen. Ist ja eigentlich egal. Ist ja eh dunkel. Sie soll mich nur nicht sehen. Sie wird mich nicht sehen. Ich benutze die Toilette. Habt ihr eigentlich auch auf der Schule so eine Lieblingstoilette? Ich meine, sie geht ja nur dahin. Ich hatte auf der Schule immer eine Lieblingstoilette. Und auf der Arbeit habe ich auch eine Lieblingstoilette, wo ich gerne hingehe. Das hört sich doof an, aber es ist einfach so. Es gibt immer so die Lieblingstoilette. Und wer keine Lieblingstoilette hat, der ist nicht normal. So, Ende. Ich bin normal. Lieblingstoiletten zu haben, ist normal. Ah, da kommt sie. Sie kann mich eigentlich ruhig sehen, das ist eigentlich shit egal. Ich finde schön, dass sie auch die Tür auflässt. Das macht es leichter. Nichts. Alles gut. Alles gut. Ja, was denn? Ja, was ist denn? Ja, was willst du mir denn sagen? Leute, wenn ihr jemals in der Toilette gestopft werdet und euch jemand ertränken möchte, dann bleibt einfach ganz ruhig liegen. Dann denken sie, okay, ihr seid ertrunken und lassen euch los. Easy. Sag mal, hast du jetzt eigentlich... Was ist denn mit deinem Rock jetzt eigentlich los? Da ist irgendwas. Guck doch mal. Den habe ich jetzt aber nicht kaputt gemacht. Da könnt ihr mir vieles sagen, aber kaputt gemacht habe ich diesen Rock jetzt nicht. Ich gehe jetzt wieder in den Unterricht. Nie darf ich in den Unterricht. The police. Ja. Ja, es ist ja nichts passiert. Eigentlich könnte man ja Fingerabdrücke nehmen, aber das ist scheinbar jeden Scheiß egal hier. Also, fuck drauf. Polizei, dein bester Freund, wenn es um einen Mord geht. So. Aber welchen Tag gehe ich denn jetzt? Montag geht nicht. Dienstag mit... Ich gehe jetzt mal auf Dienstag. Es ist eigentlich jetzt egal, nur Montag geht halt nicht. Weil sie Montag den Kochclub hat. Und da wird sie nicht kommen, egal wo er sie hinbringt. Jetzt mache ich wieder so ein Video, alle Arten sie zu töten irgendwie. Nur in Langformat. Ach Gottchen. So, dann gehe ich erstmal in den Unterricht, genau. Und er schiete mir das so ein bisschen. Oh, Danny, vor der Cheater. Ja, bin ich. Ich weiß. So. Er cheatet. Alles gut. Language. Alles. Ja, danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke, danke, danke. Für das nächste brauchen wir eigentlich nur Language auf der ersten Stufe. Der Rest... Also, ich mache jetzt übrigens wieder auf Dienstag, morgen. Der Rest ist eigentlich egal. Ihr braucht dafür halt einfach Language auf erster Stufe. Dann müsst ihr... Geht das nicht? Ach so, weil ich noch keine Informationen über sie habe. Ja, gut. Stimmt, da war ja was. Dann geht ihr doch erstmal Montag. Und Montag müsst ihr dann halt... Bleibt einfach hier stehen. Dann wartet ihr erstmal, bis das erste Mal telefoniert hat. Ihr braucht halt Informationen über sie. Das ist halt das Doofe hierbei. Also normalerweise spielt ihr ja eh Montag bis Freitag. Von daher ist es ja eigentlich egal. Dann seid ihr eh Montag hier. Gleich kommt sie zum Telefonieren, dann könnt ihr euch die ersten Informationen über sie holen. Und die zweiten Informationen gibt es auch montags in der Pause. Ja, sag mal. Was macht die denn jetzt? Nee, jetzt ist nicht sie, oder? Ja, sag mal, habe ich dich jetzt gestört, sodass du nicht telefonieren konntest? Ich habe so schnell vorspulen lassen. Ja, manchmal buggt das und mein Handy regt mich gerade auf. Das ist kaputt und das geht gerade die ganze Zeit aus und an. Und ich mache es mal aus.
anstatt das neue, weil es irgendwie nervt. Gut. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal, aber nicht ganz so schnell. Wenn ihr die Zeit vorspult, das könnt ihr halt mit Plus vorspulen, mit Minus verlangsamen. Und wenn ihr es dann halt so vorspult, dann kann es halt sein, dass sich halt manche Sachen, vor allem Kukuna oder auch Senpai, oft verbuggen. Und das ist dann schon ein bisschen nervig. Und ja, jetzt will sie rennen. Das hat sie schon wieder verbuggt gehabt, aber geht noch. Hoffe ich. Ja, sie kommt. Na komm schon. Ganz wichtig, ihr müsst vorher ein Foto von ihr haben. So, senden. How much did... Like I said, that was a one-time thing. Yeah. I don't wanna do that again. Sie wanna do that again. Sie möchte es nicht. How much did you say? Golddigger. Golddigger, bitch. If it's just one more time, then I guess it's okay. Mm-hmm. How about tonight? Where we met last time? In Sisitatel? Yeah, yeah, yeah. Okay, ich habe die Information gelernt. Warum tue ich das? Ja, du bist eine Schlampe, du bist Gold, Digga. Du brauchst Money. So, jetzt gehe ich mal, ich skill irgendwas hoch, ist mir eigentlich egal. Ich brauche nur die Schule hier abschließen. Und jetzt geht es hoch hinaus für mich. Auf die Dachterrasse. Denn auf der Dachterrasse kommt jetzt ein wunderschönes Gespräch zustande. Mit Kokuna und ihrer besten Freundin. Ihr wisst, mit besten Freunden spricht man über alles, außer darüber, dass man mit alten Männern schläft. Von daher wird sie auch nicht alles sagen. Aber wir kriegen die Informationen, die wir brauchen. Das reicht uns. Das ist übrigens der Yandere-Mode. Den kriegt ihr auch wie derselben Taste, die Lache, nämlich mit der Steuerungstaste. Das ist gleichzeitig noch... Ich mache immer gleichzeitig noch so ein Tutorial. Guck mal, wenn ich in diesem Modus bin, hat sie die roten Augen. Seht ihr das? Seht ihr das? Sieht viel besser aus. Da, 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 da. Eigentlich müssen sie sich jetzt mal hier hochbewegen. Sollten sie zumindest. Da, das ist die erste. Jetzt müssen wir nur auf sie warten. Jetzt ist es auch wichtig, dass sie eigentlich sehen dürfen. Weil da reagieren sie, jedenfalls in der alten Version war es so, dass sie dann halt reagiert haben und nicht mehr weitergeredet haben. Das war halt ein bisschen doof. Manche Interaktionen kann man einfach so ansprechen und manche sind halt schon so ein bisschen wählerisch. You haven't been acting like your usual self lately. Ja, ja. Is something bothering you? Beweg dich etwas? Nein, es ist nichts. If you don't wanna talk about it, that's fine. Wenn ich drüber reden will, ist es okay. Aber erinnere dich, ich bin dein Freund. Dein Freund. Ich werde dich niemals wegen irgendwas... Oh Gott, ich soll auch so schnell zu reden, wenn ich übersetzen will. Egal. Sie hört zu. Since my mom died, my dad's been drinking a lot. Sometimes, yeah. When he's drunk, he comes into my room and... Uh-huh. Okay. Forget I said anything. Du. Das reicht mir schon. So, jetzt machen wir nämlich Dienstag! Woo, Dienstag! So, jetzt haben wir nämlich noch ein paar Möglichkeiten, sie umzubringen. Nämlich, hier ist ihr Spind. I want to speak with you about... Anime, Manga würde nicht kommen. The Internet, nein. Videogames, nein. My feelings. Bullying, Grace, Pregnancy, Drug Addiction, Domestic Abused. Ist halt eine Sache. Das ist halt, was ihr Vater mit ihr macht. Please meet me at the Fountain. Machen wir jetzt erstes. At, jetzt brauchen wir natürlich eine Zeit. Sagen wir 4 Uhr. Gut, finish it. Und wenn sie jetzt kommt... Können wir einmal überprüfen, ob sie den Brief überhaupt liest und ob es für sie passt. Kann sein, dass ich jetzt eine falsche Zeit genommen habe und ihr 4 Uhr überhaupt nicht passt. Müssen wir einfach mal gucken. Ist jetzt schon durchgegangen? Ich darf nicht immer so schnell beschleunigen. Wird sie jetzt kommen? Ich starte den Tag nochmal neu. Ich weiß nicht, ob sie kommen wird. Es ist das Blöde, ich beschleunige immer, weil es so lang dauert. Und wenn ich dann beschleunige, dann ist es zu schnell. Das ist dann irgendwie doof. Also, about domestic abuse, please meet me. At the Fountain, at... Können wir eigentlich auch 3.30 Uhr? Komm, machen wir 3.30 Uhr. Finish it. Jetzt gucke ich, wann sie kommen. Noch ein bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Und das war's. Komm schon. Komm schon.
Da kommt sie. Halten wir es einfach hier wieder näher auf. Ah, ist so süß. Ist das nicht süß? Er ist so süß. Huh? What's this? Ein Brief. Gehst du hin? Gehst du hin? Maybe I should meet them. Ja, solltest du. Gut. 3:30 Uhr, wir haben ein Date. Wir haben ein Date. Ich hab ein Date, ich hab ein Date, ich hab ein Date, ich hab ein Date. Ich hab ein Date, 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 Date. So. Lunchtime, ist mir doch egal. Oh, es ist jetzt schon 3:30 Uhr, weil hätte ich doch 4 Uhr machen sollen. Ich wusste jetzt nicht die Zeit, wann Schule aus ist, aber vielleicht klappt es auch und ich warte da jetzt einfach mal. Ich hoffe mal, es klappt. Der hat ja gesagt, maybe I should meet them. Und so sagt es mir, dass sie vielleicht sich ja mit mir doch trifft. Komm schon, bitte. Da oben läuft Senpai. Das da scheint Kokuna zu sein, die Grüne. Kommt jetzt die Treppenstufen runter. Sie kommt jetzt die Treppe runter. Sie ist jetzt hier. Sie kommt hier gleich durch die Tür. Seht ihr den grünen Umriss? Ich denke, das ist sie. Also von Umriss her wird es auf jeden Fall passen. Ja, ist sie. Perfekt. Kommt halt ein bisschen später, aber hat ja geklappt. Lass uns unter den Kirschblüten treffen. Oh, du bist so hübsch. Bist du das mit deinen Haaren? Ja, ich will nicht mit dir reden. Ich finde dich nämlich ziemlich scheiße. Hey, what are you? Okay. Ich liebe sie zu ertränken. Gut. Und sie ist tot. Auch das würde wieder niemand auffallen, aber wenn ich keinen Bock habe, den Tag neu zu starten und wieder was zu lernen, starte ich einfach so den Tag neu. Also ohne, dass ich den Tag beende, weil wenn ich den Tag beende, ist und bleibt sie tot und so ist es halt, als wenn ich den Tag neu starte. Denn es gibt noch eine weitere Methode. Also ich mache jetzt heute nicht alle Methoden. Ich habe jetzt aber 4 Methoden wieder gemacht, jetzt mit denen. Und zwar, wir machen sie nochmal, also wir laden sie nochmal ein. Diesmal möchten wir sie aber hier auf dem Rooftop, also auf dem Dach treffen. Und wir sagen auch 3:30 Uhr. Ist okay. Also wenn ihr wirklich an allen Methoden interessiert seid, dann schaut euch das verlinkte Video unten an. Da sind alle Methoden, wie ihr sie umbringen könnt. Da ist dann noch Mobbing dabei. Oder ganz normal Erstechen halt. Alle Methoden. Und wenn euch das interessiert, dann schaut euch unbedingt den Link unten an. Ich habe das Video auch kurz gehalten, also kürzer als das hier. Und ich hoffe, ich habe euch da auch alles gut erklärt. Und vergiften könnt ihr sie ja auch noch. Und da war ja noch so viel. Auf jeden Fall, hierfür braucht ihr jetzt Language einfach nur. Und, ja. Eigentlich, easy, ne? Oh, Senpai, du wirst mir gehören. Senpai. Liebe dich, Senpai. What's up with ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Oh, Senpai. Das meine ich mit rosa-roter Brille. So. Hi. Huh? What's this? Immer noch ein Brief. Aha. Maybe I should meet them. Ja, solltest du. Solltest du. Gute Idee. Gute Idee. So, jetzt müssen wir wieder den Unterricht machen, weil das ist einfach die schnellste Möglichkeit, die Zeit vorzuspulen, sage ich mal. Und jetzt treffen wir unsere allseits beliebte, wunderschöne, beste Freundin Kakuna auf dem Dach. Yay. Jetzt machen wir genau dasselbe, wie wir mit ihr machen können. Mit ihr leider nur mit Cheats, aber mit Kakuna können wir auch halt so. Das wird so schön. Ja, ja. I love to kill them. I wanna kill them all. I kill, kill, kill them all. Aha. Aha. So, sie bewegt sich da hinten. Kann es sein, dass sie die einzige ist mit einem grünen Umriss? Ich glaube, Senpai und sie haben einen Umriss. Ja gut, dann hätte ich gar nicht erst gucken müssen. Ich habe gedacht, die anderen haben auch einen Umriss. Gut, auch ich mache mal Fehler. Es tut mir leid. Jetzt beweg dich. Beweg dich schneller. Move your body. Move your body. Okay, sie kommt. Gut. Ich glaube, hier ist es ihr sogar egal, dass sie uns sieht. Also
Ja, wir versperren hier nur den Weg. Das ist hier nicht so egal. Komm schon, beweg dich. Beweg dich. Du, dein Ding. Du, dein Ding. Du, du, du. Ciao. Yeah! Oh, dieses Knacken. Und hierfür braucht er halt auch Language, also Sprache, um eine Suizidnote zu hinterlassen. Übrigens, die Schuhe sind da, weil der Schuh halt in Japan halt für Selbstmord gilt. Wenn man da Selbstmord macht, dann zieht man die Schuhe aus. Die sind ziemlich reinlich, muss man ja sagen. Und wenn sie Selbstmord begangen hat, kann euch natürlich auch niemand nachweisen, dass ihr es ja gewesen seid. Weil ihr habt ja nichts gemacht. Sie hat ja Selbstmord gemacht. Versteht ihr? Versteht ihr? Es gibt, glaube ich, auch irgendwann einen Kalligraphie-Club. Jedenfalls gibt es den Raum. Und ich fände es sinnvoller, wenn man da erstmal hingehen muss für sowas. Weil man ihre Stimme bzw. ihre Schrift nachmachen muss. Hey, guck mal! Wenn ich durchs Blut laufe, da sind gerade so Spritzer rausgekommen. Das war voll schön. Yeah, ihr spritzt. Aber ich würde sagen, das war's auch mit diesem Video. Also vielen Dank fürs Zusehen. Interessiert ihr euch für die ganzen Methoden, schaut euch das verlinkte Video unten an. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.